Opa? Ja, was gibt's denn? Die Oma hat gesagt, ich soll nicht herumquengeln, sondern lieber ein Buch lesen. Ja, da hat die Oma doch recht. Ein Buch ist gut. Aber ich kriege doch Kopfschmerzen von einem Buch. Von einem Buch kriegt man doch keine Kopfschmerzen. Doch, Opa, ganz bestimmt. Na, na. Da fällt mir ein, ich kenne tatsächlich jemanden, der von einem Buch Kopfschmerzen bekam und im Bett lag. Es war ein schlimmer Fall. Hör mal zu. Der Lindwurm. Einst war ein finsterer Felsenturm bewohnt von einem Drachenwurm. Der spuckt Feuer hin und vorn, war voller Stacheln und voll Zorn. Doch eines Tages kam zu Besuch Professor Higgs mit einem Buch. Er forschte vorn und forschte hin, furchtlos wie solche Leute sind. Er maß das Tier voll Wissensdrang, mit Schwanz war es 30 Meter lang. Das undankbare Scheusal fraß den Forscher samt dem Metermaß. Zur Reue sah es keinen Grund. Es war voll Bosheit, doch gesund. Jedoch, das Buch war unverdaulich. Dem Drachen wurde grimm und graulich. Drum spuckte er aus seinem Bauch das Buch und den Gelehrten auch. Der Forscher, ohne Abschiedswort, nahm seine Brille und ging fort. Doch schau, das Buch ließ er zurücke, sei's aus Zerstreutheit, sei's aus Tücke. Der Drache fing zu lesen an, das hätte er besser nicht getan. Denn kaum hat er hineingeguckt, da las er schwarz auf weiß gedruckt, dass jeder Wurm, der Feuer spei, ganz einwandfrei ein Lindwurm sei. Der Drache schrie, vor Wut fast blind, ich bin nicht Lind, ich bin nicht Lind. Das Buch zerriss er kurz und klein, er wollte halt kein Lindwurm sein. Und zum Beweise seines Grimmes tat er den ganzen Tag nur Schlimmes. Was er auch tat, der Wurm blieb blind, da weint er schließlich wie ein Kind. Er ging von nun an nie mehr aus und lag mit Kopfweh krank zu Haus. Du sagst dir gar nichts. Ich bin doch kein Drache. Dann kannst du es ja mal mit deinem Buch versuchen. Ja, Opa. Ach nee, lieber nicht. Yeah.